Das ist voll spannend. Milch plus 2. Cool. Leg das mal aus der Hand. Okay. Und gefüttert werden die von alleine. Das ist gut. So, dann haben wir noch ein Ei. Ei, Ei, Ei. Ei, wo ist es? Wo ist das Ei? Ach, das ist der Hahn. Alter, 3 Eier? Krass. Nett. Was kostet das Futter jetzt hier? Och, geht eigentlich, ne? Das geht wohl. So, Milch und Eier. Können wir eigentlich gleich weiter verwursten? Käse können wir nicht machen, ne? Nee. Können aus Eiern können wir. So, wir machen aus Eiern, machen wir Eier. Dosenmilch, was haben wir hier? Eierschmortopf, Pilze, Eier und Zucchini, Paprika, Tomate, Melone. Okay. Dann machen wir mal das alles. Aus Eiern machen wir Eier. Und aus den Äpfeln machen wir immer noch Apfelmus. Zack. Dann haben wir da auch schon mal wieder was auf Tasche. Was haben wir jetzt hier? Eier. Gekochtes oder Dosennahrung. Schmackhaft und mit hohem Nährwert. Okay. Apfelmus. Was damit? Kann ich nicht mehr leeren. Und Dosenmilch. So, dann alles andere, was wir dann so abernten, das legen wir dann erstmal auf Lager. Dann ernten wir jetzt den Raps, würde ich sagen. Und dann müssen wir nämlich auch wieder was verkaufen. Ich hoffe, das geht mit dem Mähdrescher. Wir testen das mal. Geh mal davon aus, dass das Spiel mir Bescheid sagen wird, wenn das nicht gehen sollte. Ach Gott, ich hasse es. Ich bin jetzt blöd. So. Falsch rum, so lang. Dann versuchen wir mal gerade Bahnen zu ziehen. So gerade wie es eben geht. So, warte. Runter. Und an. Und das geht. Das ist schon mal schön. Dann können wir nämlich als nächstes erstmal den Raps verkaufen. Das ist zwar ungefähr derselbe Weg, aber die zahlen da gute Preise für. Können wir mal 1-2 Anhänger hinbringen. Wäre bestimmt noch einfacher, wenn wir so einen Getreideanhänger hätten, oder? Stellen wir den einfach hier in die Nähe, fahren dann mit dem Ding ran. Ich glaube, hier kommt auch kein Heu raus, ne?
Wenn ich das richtig sehe. Wäre auch schön, wenn man hier den Tempomat einstellen könnte. Also jetzt müssen wir aber dann das andere Silo noch haben. Gut, beim Raps brauchen wir also nicht. So, und dann machen wir aber trotzdem erstmal Gerste und Weizen. Als nächstes. Wenn wir neu ernten. Neu ansehen. Das hier ist jetzt natürlich ein bisschen ungünstig. Zumindest fahren die da von alleine ran. Das geht schon mal. Ich weiß gar nicht, wie ich den Mähdrescher tanken soll, Alter. Ich passe doch gar nicht mit dem in den Schuppen rein, oder? So, runter, an. Und durch, durchs Getümmel. Endlich Feldarbeit. Aber hier fällt kein Stroh an. So wie das aussieht. Das heißt, hier können wir ruhig kreuz und quer alles abernten. Dann müssen wir wieder Maschinen besorgen. Ach ja. Nur dieses langsame Gefahren her, weil ich bin die ganze Zeit auf W drücken, damit ich nicht zu schnell fahre. Hier wäre halt gut, wenn man den Tempomaten so einstellen könnte. Dass der automatisch, sag ich mal, mit 10 km/h hier lang schuppert. Das wäre toll. Stell dir mal vor, wir hätten nicht so ein abgeranztes Ding hier, sondern einen riesengroßen. Mähdrescher. Dann wäre ich noch ruckzuck fertig. Da. Und stopp. Oh, ich vernichte Ernte. Okay, ich sollte da nicht rüberfahren. Gut zu wissen. Jetzt haben wir das auch mal ausprobiert. Ich habe mir das schon fast gedacht. Aber jetzt haben wir es auch mal getestet. Okay, dass wir natürlich hier hinten dran fahren müssen, das ist ein bisschen lästig. Vielleicht auch sinnvoll, wenn wir da dann vielleicht nur einen haben. Also es wäre einfacher, wenn wir nur eine Sache hätten, die wir ernten müssten. Aber geht ja auch nicht. Also geht schon, aber wäre, glaube ich, nicht zielführend. Monokulturen machen, glaube ich, den Boden kaputt. Habe ich mal so gehört. Ist auch sehr spannend heute, ne? Gut, das Weizenernten war auch nicht gerade Aufregung pur. Es fehlt eigentlich nur noch diese nervenkitzelige Musik. Und dann wird sie richtig abgehen. Fühlt sich aber schnell das Ding, ne? Wir kriegen einiges zusammen. Jetzt schon über 2 Tonnen.
Genau, richtig. Was war noch rein in das Ding? Noch geiler wäre natürlich, wenn man da irgendwie noch einen Anhänger anhängen könnte, dass der das quasi, dass der irgendwie nebenher fährt und wir das instant auch gleich rüberladen. Aber wenn wir jetzt noch mit dem Anhänger durch die Gegend gucken nebenbei, dann sind wir nur noch am Hin- und Herfahren. So, gleich sind wir wieder voll. Ja, Multiplayer wäre super. Gibt's leider nicht. Multiplayer wäre geil. Dann könnte man hier schön was schaffen, ne? Eine, so wie bei Stardew Valley halt, ne? So, einer macht die Felder, der nächste geht los und macht noch Aufträge und beschafft Gerätschaften. Wenn der eine dann halt das Feld umflücht oder so. Oder der eine kultiviert, oder der eine flügt gerade um und der andere fährt gleich hinterher und kultiviert zum Beispiel, dann wirst du ruckzuck mit durch. Wie war das V? Ich gucke immer nur, ob da auch wirklich alles reingeht. Das wäre halt super. Vielleicht kommt sie ja noch irgendwann. Aber momentan soll die erstmal an anderen Sachen arbeiten. Wie der Steuerung zum Beispiel. Gibt ja noch viele verbesserungswürdige Sachen hier. Aber wie gesagt, also seit ich die Alpha gesehen habe, oder die Sachen aus der Alpha, also hat sich hier nicht viel getan, muss ich ehrlich sagen. Fast Farming. Ja. Wäre halt gut, ne? Dann gerade, weil sich das hier auch so ein bisschen, also der Anfang hier, der zieht sich wie Sau, ne? Hast ja gesehen, Alter, wir haben hier, keine Ahnung, 3-4 Stunden gebraucht, um überhaupt erstmal das erste Feld abernten zu können. Und dann noch nicht mal komplett, weil das Stroh dann auch noch liegen geblieben ist. Also, das hat jetzt echt ewig gedauert, bis wir überhaupt mal so weit sind, dass wir unsere beiden Felder überhaupt abernten können. Das wird zu zweit um einiges schneller gehen. Das wäre dann halt auch ein bisschen optimaler. Weil alleine bist du hier echt ewig dran, ne? Vor allem, wenn du mal überlegst, wie weit du jetzt auch noch fahren musst, oder wie weit wir jetzt auch noch fahren müssen, um den ganzen Scheiß zu verkaufen, ne? Zur Mühle und zu dem Agrarmarkt. Bist du echt ewig unterwegs. Vor allem mit dem kleinen Anhänger, wo nur, ich glaube, was waren das, 4 Tonnen? Nur 4 Tonnen drauf gehen. Da bist du halt ewig und 3 Tage unterwegs gleich. Ja, das ist auch noch die nächste Frage, ne? So rein theoretisch, bevor wir jetzt weiter verkaufen, müssen wir erstmal Gerätschaften holen. Dann müssen wir die Felder neu bewirtschaften, neu alles ansehen und all drum und dran. Und dann dürften wir eigentlich erst losfahren zum Verkaufen. Meiner Meinung nach. Alles andere wäre dämlich. Und nicht wirklich zielführend. Weil in der Zeit, wo wir dann 25 Mal hin und her fahren, um die Sachen zu verkaufen, können die Sachen dann hier nämlich wachsen. Komm hier nicht rum. Ist ein Busch im Weg. Ja. So. Ich muss mir mal überlegen. Steuerung. Das dauert halt auch ewig, bis du das ein so ein kleines, das ist ja noch ein kleines Feld hier, ne? Gibt ja bedeutend größere.
Ja, rein theoretisch ja, ein neuer Hänger, aber erstmal einen haben. Und vor allem, ich brauche keinen großen Hänger kaufen, wenn ich nur den kleinen Trecker habe. Also neuer Hänger und neuer Trecker, damit man vielleicht 12 Tonnen auf einmal wegbringen kann oder so. Nicht nur so lausige 4. Nur dafür brauchen wir Geld. Dafür müssen wir erstmal 5 Mal hin und her fahren, um das Geld dafür zusammenzubekommen. Und dann wollen wir eigentlich auch nochmal den Hof hier ein bisschen renovieren, ne? Alles so ein bisschen neu machen. Weil im Baumarkt waren wir auch noch nicht. Da müssen wir eigentlich auch mal hintuckern. Aber jetzt, wenn ich das hier abgeendet habe, dann müssen wir erstmal die anderen Geräte uns noch von den anderen zusammenschnorren. Damit wir dann auch ansehen und düngen können und so ein Scheiß. Ja, die Frage ist, ist das Spiel so realistisch, dass der kleine Trecker dann nicht schafft, das Ding zu ziehen, oder zieht er das trotzdem? Das ist dann ja schon die nächste Frage. Zieht er das oder zieht er das nicht? Weil wenn nicht, dann muss auf alle Fälle ein neuer Trecker. Wenn er das natürlich zieht, dann würde ich auch erstmal sagen, scheiß auf den neuen Trecker. Wenn der Kleine das macht. Auch wenn es nur 20 km/h sind, aber ich sag mal, ob wir nur 4 Tonnen mit 20 km/h durch die Gegend ziehen oder 16 Tonnen mit 20 km/h, dann haben wir mehr davon, wenn wir die 16 Tonnen durchzehren. Weil dann verkaufen wir mehr auf einmal und kriegen mehr Kohle auf einmal, ohne viermal dafür hin und her fahren zu müssen, ne? Davon mal ganz abgesehen, müssen wir hier ein Lager sowieso leer machen. Vorzugsweise das, was wir hier gerade abfarmen. Weil wir Platz brauchen, wenn wir Gerste ernten. Wir wollen als nächstes Gerste und Weizen machen. Und da müssen wir noch wissen, wie wir selber vielleicht Hühnerfutter herstellen können, damit wir es nicht kaufen müssen. Das wäre halt auch noch nice to know. Weil es ist halt nur als Hühnerfutter ausgelegt. So, das Kuhfutter ist halt als Stroh. Das schmeißen wir da rein und fertig. Aber wie machen wir das mit dem Hühnerfutter? Weil das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Und wenn wir das kaufen müssen, wäre das doof. Nur wie gesagt, das Spiel sagt einem das ja auch nicht. Aber normalerweise picken die ja Körner. Oder Gras eventuell auch noch, weiß ich nicht genau. Und Gras können wir zum Beispiel anpflanzen. Aber wäre halt gut, wenn wir das auch selber herstellen könnten. Meinst du nicht? Ich meine, wir können es ausprobieren, wenn wir dann genug Geld haben. Aber das dauert noch ein bisschen. Ein größerer Anhänger wäre natürlich nice. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir den überhaupt anhängen können an den Trecker, an den kleinen. Ich kann zum Beispiel auch den Hänger nicht an meinen Pickup anhängen. Wobei mein Pickup aber auch keine Anhängerkupplung hat. Aber daran hatte ich zum Beispiel auch gedacht. Oder es war aus Versehen. Weil keiner reinprogrammiert und dementsprechend kannst du auch den Anhänger nicht anhängen. Wo sind wir denn jetzt da? Und hier können wir dann auch nochmal eine Vogelscheuche aufstellen.